Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Montag, den 4. April. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Themen neben dem DAX, Standard & Poor's 500 und Rohöl Brent. Nach Tag 1 des neuen Quartals. Nun, das lief sehr gemischt ab, ungewöhnlich gemischt. Das muss man sich schon mal genauer angucken. Europa runter, USA rauf, Gold runter, Rohöl aber auch. Na, das klingt aber ein bisschen wirr. Was wir hier sehen, ist erstmal die Wochenbilanz. Quartalsübergreifend sozusagen. Ab Dienstag, Ostermontag war ja zu, ab Dienstag bis einschließlich Freitag. Ein Minus von 0,58% im DAX. Klingt harmlos, ist im Prinzip auch nicht viel, klar. Aber wir haben damit die dritte Woche in Folge versucht, das 50% Fibonacci-Retracement des letzten großen Abwärtsimpulses von Dezember bis Mitte Februar zu überwinden und haben es zum dritten Mal in Folge nicht geschafft. Und dass wiederum ein Ausflug nach oben im Minus endete, ist nicht so besonders positiv. Gut, wir haben noch kein überkauftes Level bei der mittelfristigen, auf Wochenbasis notierten Stochastik erreicht. Andererseits muss man natürlich sagen, die reagiert eben auch entsprechend spät. Das heißt, so auf einem Level wie hier, da war auch zuletzt bei der Rallye vom September und Oktober die Zone der Tops schon fast erreicht. So gesehen muss es nicht weiter raufgehen. Klar, wenn diese Zone nach oben durchbrochen wird und damit auch die kurzfristigen Widerstände, die wir gleich im Tageschart sehen, ja dann wäre Platz bis an die 200-Tage-Linie. Nur das Problem ist, dass die natürlich mittlerweile auch schon unter 10.400 Punkten angekommen ist. Das heißt, so wahnsinnig viel Luft wäre dann auch nicht mehr bis zur nächsten ganz entscheidenden Hürde. Und was für die US-Anleger positiv ist, mit ein Grund für die steigenden Kurse am Freitag, ist für die europäischen Akteure eben negativ. Nämlich die Entwicklung der Euro-Dollar-Relation zugunsten eines steigenden Euro und eines fallenden US-Dollars. Schlecht für den europäischen Export, gut für den aus den USA. Im Tageschart sehen wir so, dass der DAX so seine Mühe hatte, zwar von den Tagestiefs deutlich wieder nach oben lief. Die lagen ja mit 9.675 Punkten deutlich, sehr deutlich unter dem Schlusskursniveau des Donnerstags. Und er lief auch noch über 9.800 Punkte, nachdem die US-Börsen auch nach dem Xetra-Handelsende um 17.30 Uhr am Freitag weiter stiegen und hat damit wieder Schlagdistanz erreicht zur 20-Tage-Linie, die sich bewegt im Bereich um 9.860 Punkte. Aber die muss auch erstmal wieder im Handstreich überwunden werden. Kritischer wird das Chartbild allemal. Auf Xetra-Basis ist nun einmal die 20-Tage-Linie unterschritten, wenn auch nicht signifikant. Und es ist dadurch nun auch ein hauchdünnes Verkaufssignal des MACD entstanden. Bei nicht allzu geringen Umsätzen. Wobei, man musste ja erstmal runter und dann wieder rauf. So gesehen sind die Umsätze nachvollziehbar. Die US-Arbeitsmarktdaten waren da gar nicht unbedingt für verantwortlich. Auch die anderen Daten des Tages nicht. Der schwache Tankern-Report vom Freitagmorgen, der hat die Kurse erstmal unter Druck gesetzt. Okay, aber ansonsten war das mehr ein Kräftemessen zwischen Bullen und Bären in Bezug auf die Frage, ob nun am ersten Handelstag des neuen Quartals frisches Kapital A zugeflossen ist und B dann auch unmittelbar eingesetzt wird. Für den DAX lautet die Antwort offenbar nicht. Nun, was tun? Na, wir sind aus der Handelsspanne ja trotz alledem noch nicht wirklich raus. Wir haben gesagt, wenn wir unter 9.750 Punkten schließen und das auch in der letzten Indikation berechnet über den DAX Future, der ja bis 22 Uhr handelt, dann wäre eine Short-Positionierung zu erwägen, aber das ist ja nun nicht der Fall. So betrachtet bleibt es bei unseren Ankerpunkten. 10.180 Punkte auf der Long-Seite. Das wäre ein Break über diese 10.123 respektive 10.164er Widerstandszone oder aber Schlusskurse unter 9.750, die damit nicht nur ausreichend deutlich unter der 20-Tage-Linie lägen, sondern auch eben diese Zwischentiefs der letzten drei Wochen erreicht bzw. knapp unterschreiten würden. Das ist noch nicht so, also schauen wir mal, wie sich der heutige Montag so anlässt. An der Wall Street könnte man natürlich eine positive Vorgabe finden, denn der S&P 500, der war zwar anfänglich nach den Arbeitsmarktdaten zum Start des regulären Handels relativ deutlich ins Minus gerutscht, drehte dann aber auf dem Absatz und schloss im Plus. Die Einkaufsmanagerdaten, die um 16 Uhr dann hinterher kamen, nach den unauffällig ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten,
Die waren zwar ganz nett, insofern als dass man es da wieder geschafft hat, über die Scheidemarke von Gut und Böse, also quasi Wachstum und Nichtwachstum, von 50 Punkten zu kommen, aber man kam nicht weit darüber. Das war jetzt nun nicht wirklich entscheidend. Entscheidender war wohl eben auch hier die Frage, kommt es jetzt zu abrutschenden Kursen, weil man sehr offensichtlich die Kurse ja gestützt hatte mit Blick auf den Quartalsultimo, der dann am Donnerstag über die Bühne gegangen war, oder eben nicht. Dadurch, dass der S&P 500 nun auf dem Absatz kehrt gemacht hat, hat er den Break, der vorher alles andere als signifikant war, über diese Widerstandslinie aus den Zwischenhochs von Anfang November und Anfang Dezember, momentan im Bereich 2056 Punkte, dann doch deutlicher vollzogen. Brav. Nur, letzten Endes ist es immer noch die Frage, ob das reicht, um Anschlusskäufe zu generieren. Denn ja, der fallende US-Dollar, sprich steigende Euro-Dollar-Kurs, ist natürlich für die Amerikaner positiv. Ob es aber trotzdem nach einem solchen Anstieg einfach so weitergeht, das müssen erst die kommenden Tage erweisen. Die Konjunkturdaten, wie gesagt, waren ganz nett, aber nicht umwerfend. Der fallende US-Dollar ist positiv. Andererseits ist, und da kann man jetzt mal gespannt sein, wie man reagieren wird, am Wochenende in der Washington Post ein Interview mit Donald Trump erschienen. Der Mann hat sich ja nun als Wirtschaftsexperte nicht wirklich hervorgetan. Geld hin oder her. Als Volkswirtschaftler ist er eigentlich ein eher unbeschriebenes Blatt, vorsichtig formuliert. Nichtsdestotrotz hat er dort gesagt, dass a. der US-Aktienmarkt deutlich überbewertet sei und b. die US-Arbeitsmarktdaten in keiner Weise die Realität wiedergeben, sondern deutlich geschönt sind. Man kann diese Aussage durchaus unterschreiben. Es ist nur die Frage, ob sie, wenn sie von vielen ernstzunehmenden Volkswirten in den letzten Monaten und Jahren immer wieder angeführt wurden und ignoriert wurden, ob sie nun bei den Marktteilnehmern einen Widerhall finden, wenn ausgerechnet Trump sowas von sich gibt. Tja, das ist die Frage des Tages, möglicherweise. Warten wir es mal ab. Kurzfristig ist auf jeden Fall aus unserer Sicht in dieser Gemengelage keine gute Idee, trotz dieses deutlicheren und jetzt eindeutigeren Breaks über diese Abwärtstrendlinie zuzukaufen. Bestehende Positionen könnten aus unserer Sicht gehalten werden, aber noch mehr Geld da jetzt in eine solche Rallye reinstecken, die ja irgendwann dann doch mal in eine Korrektur übergehen muss, ist keine wahnsinnig gute Idee. Und wir würden den Stop-Loss ganz gezielt eng auf das Niveau der 20-Tage-Linie anheben bei 2030 Punkten. So eng wie möglich. Das ist dann zwar trotzdem knapp über der 200-Tage-Linie, aber man findet dann ja immer wieder irgendeine Unterstützung als Argument, den Stop-Loss immer tiefer und tiefer zu setzen, und irgendwann ist halt einfach zu viel des Gewinns weg. Deswegen lieber enger und gegebenenfalls neu ansetzen müssen. Pro Öl Brent war übrigens auch eins dieser Punkte, die ein bisschen erstaunen. Angesichts dieser Kurse müsste man ja sagen, haha, ja, die US-Amerikaner sind der Meinung, die Wirtschaft läuft besser, und dann muss ja auch logischerweise der Rohölkurs gestiegen sein. Aber das hier ist die Wahrheit. Er ist gefallen, und das nicht zu knapp. Und das ist letzten Endes ein Aspekt, der zumindest zur Vorsicht mahnt. Denn war dann bei S&P 500 mehr dahinter als der charttechnische Versuch, diese jetzt zur Unterstützung gewordene Abwärtstrendlinie zu verteidigen und damit zu simulieren, guckt mal, auch im neuen Quartal ist noch ordentlich Geld da, kaufet, nicht verkaufet. Möglich, denn normalerweise würde man auf solche abgleitenden, abrutschenden Kurse am Rohölmarkt ja negativ reagieren. Nun ist diese Überlegung, dass steigende Kurse am Ölmarkt unmittelbar ein Zeichen für steigende Nachfrage und damit besser als erwartetes Wirtschaftswachstum sind, natürlich völliger Blödsinn. Denn bei Rohöl dominiert nach wie vor das kurzfristige Trading, und die scheren sich um die Fundamentals einen feuchten Kehricht. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass die US-Lagerbestände für Rohöl am vergangenen Mittwoch zwar nur moderat gestiegen sind, aber zum x-ten Mal nacheinander gestiegen sind und damit einen Lagerbestand ausweisen, der insgesamt so hoch lag wie noch nie und über eine halbe Milliarde Barrel umfasst. Da hat man ja schon anfängliche Käufe dann wieder zurückgenommen an diesem Mittwoch. Dann am Donnerstag ging es mehr oder weniger seitwärts, aber dann am Freitag runter. Ausgerechnet am ersten Handelstag des neuen Quartals. Kann Zufall sein. Muss aber nicht, denn wenn wir hier mal gucken, der letzte Kurs im Jahr 2015 und damit der als Vergleichswert für das erste Quartal dienende Kurs, der schloss bei 39,47 und das Quartal wurde geschlossen bei um die 40 Dollar. Auf gut Deutsch, man hat es tatsächlich geschafft, ähnlich oder
eigentlich genau gleich wie am US-Aktienmarkt, aus einem kräftigen Minus dann doch auf den letzten Drücker ein Plus zu machen und damit eine Art Optimismusbasis geschaffen. Wenn das einfach eben nur halten ist mit Blick auf den Quartalsultimo, wäre es nicht überraschend, dass die Kurse hier abrutschen, weil man sich sagt, so und jetzt gehen wir mal aus diesen ganzen Long-Positionen raus, die wir aufgebaut haben, um Rohöl Brent mit aller Macht zum 31.03. über dem Stand des Silvesterkurses zu halten. So betrachtet wird es jetzt spannend und wir haben bei 37,73 die entscheidende Unterstützungsmarke, das Zwischentief Dezember respektive Zwischenhoch Januar. Das waren vorher 37 Dollar glatt. Nun ist aber der April-Future-Termin im Ende letzter Woche ausgelaufen und dementsprechend gilt jetzt der neue Kontrakt. Der hat wieder einen anderen Kurs, weil da immer Auf- und Abgelder dabei sind. Und weil der jeweils entsprechende Kurs die Gesamtcharts ausmacht, indem man einen sogenannten adjustierten Endloskontrakt benutzt. Adjustiert insofern, dass man ihn der aktuellen Laufzeit anpasst, sprich alles andere, was davor war, entsprechend dem Aufgeld nach oben rechnet, haben wir hier ein höheres Niveau. Auch alle anderen Chartmarken sind dementsprechend ungefähr um einen Dreiviertel Dollar höher. Ist wurscht, denn die für entsprechende Derivate wird der Basispreis seitens des Emittenten dann auch immer sofort an das entsprechende neue Niveau angepasst. Sie hat also keine Veränderung, außer dass man sich die Stop-Loss-Marken etwas anders merken muss. Wir wären ja ohnehin nicht mehr auf der Long-Seite, hätten schöne Gewinne mitgenommen. Und jetzt ist die Frage, wer schon auf der Short-Seite unterwegs ist, als betont risikofreudiger Akteur, wäre mit einem Stop-Loss bei 41,20 knapp über der 20-Tage-Linie hier sinnvoll unterwegs. Wer noch nicht aktiv geworden ist, weil er sich sagt, okay, erst wenn diese ganz wichtige Marke unterschritten wird und damit in Richtung 31 US-Dollar charttechnisch gesehen Platz nach unten eröffnet, dann werde ich aktiv. Der sollte aus unserer Sicht abwarten, bis Rohöl Brent unter 37 Dollar glatt und damit ungefähr 2% unter dieser wichtigen Marke schließen sollte. Dann wäre der Weg nach unten, zumindest aus charttechnischer Sicht, erstmal frei und dementsprechend eine Short-Position zu erwägen. Und ob dann die Aktienmärkte immer noch so fröhlich daherkommen wie an der Wall Street am Freitagabend, das muss ich halt erstmal herausstellen. Die Woche wird spannend, schauen Sie wieder rein. Wir sind ja heute Mittag schon wieder für Sie auf Leitung. Im ING Markets Chartflash zur Mittagszeit zeigen wir den Halbzeitstand in Europa und dann den gesamten heutigen Montag morgen früh in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail. Bis dahin, schönen Montag, machen Sie es gut.